Spielen war für mich eine Gewohnheit wie Essen, Trinken, Schlafen gehen. Wenn du 10.000 Euro gewinnst, das ist das schönste Gefühl, das man haben kann, wie Geburtstag, Weihnachten und alles zusammen. Dein Leben besteht nur aus einer Lüge. Ich mach dies und ich mach das, obwohl du nur am Zocken bist. Es gab auch in der Zeit, wo wir zusammen waren, einen Rückfall. Also es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Als ich dann gemerkt habe, dass ich Geld brauche, habe ich auch Straftaten begangen. Da habe ich dann gemerkt, Aykem, du hast ein riesengroßes Problem. Ich heiße Aykem, ich bin 29 Jahre alt. Ich war bis vor 3,5 Jahren spielsüchtig, hauptsächlich Sportwetten und Spielautomaten. Ich habe in der Zeit fast 90.000 Euro verspielt. Heute ist DFB-Pokalfinale, also in Deutschland ein großes Spiel. Für mich ist es ein besonderer Tag, weil ich einfach fußballbegeistert bin und solche Events immer mitnehme. Die Angst, rückfällig zu werden, ist immer da, würde ich mal sagen. In der Schule war ich ganz normal, also ich habe jetzt keine Auffälligkeiten gehabt. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Das war so mein Lebensmittelpunkt. Habe auch in verschiedenen Auswahlmannschaften gespielt. Mein Idealbild in der Jugend war, dass ich Fußballprofi werde, dass ich eine gewisse Anerkennung von außerhalb bekomme. Als ich dann gemerkt habe, dass das nichts wird, habe ich gar keine Zukunftspläne mehr gehabt. Ich wusste, ich will irgendwann mal Familie und Kinder, aber zu dem Zeitraum habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Das erste Mal mit Glücksspiel bin ich in Kontakt gekommen, da war ich 17. Das war mit so einem Bekannten. Wir sind durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, hey, lass uns mal in die Spielhalle gehen, in die Spielo gehen. Im ersten Moment war es für mich eigentlich was Cooles, in Anführungsstrichen, weil es verboten war, wenn man ja erst ab 18 in die Spielhalle gehen darf. Und das war wie in so einem Keller. Es war halt alles dunkel, Lichter, Animationen, Geräusche. Das habe ich sehr stark wahrgenommen. Ich habe schon ziemlich schnell gemerkt, dass ich das Ganze nicht unter Kontrolle habe. Ob das dann aber da schon eine Sucht war, das kann ich gar nicht so gut beantworten, weil das wirklich so ein schleichender Prozess ist. Ich glaube, das bemerkt man erst, wenn es schon zu spät ist. Also ich bin dann schon im Monat 2 bis 3 Mal spielen gegangen. Wenn jetzt viel Geld da war, dann natürlich tagtäglich. Der Rekord, an den ich mich erinnern kann, waren 14 Stunden am Stück. Spielen war für mich wie für andere eine Gewohnheit wie Essen, Trinken, Schlafen gehen. Und da würde ich schon als Sucht definieren, wenn du soziale Kontakte nicht mehr wahrnimmst, nicht mehr zu deinem Sport gehst, deine Freundin an zweiter Stelle kommt. Die ersten Male waren es immer so 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Aber das ist auch ziemlich schnell gestiegen. Wenn du in die Spielhalle gehst, ist es halt für dich, da bist du in einem Tunnel. Je nachdem, wenn ich mehr wie 200 Euro dabei gehabt habe, habe ich immer gleich 2 Automaten besetzt. Ich wollte keine Ablenkung. Ich habe gedacht, ich und der Automat, wir haben ein Problem miteinander. Also du bist stur, ich bin sturer, aber der Automat gewinnt ja. Das Höchste, was ich jemals gewonnen habe, waren 10.000 Euro. Das ist das schönste Gefühl, das man haben kann, wie Geburtstag, Weihnachten und alles zusammen. Dann fängst du erstmal an zu leben, da denkst du auch nicht mehr ans Spielen. Dann hast du auch einen gewissen Lifestyle. Irgendwelche Gucci-Klamotten gekauft, mir irgendwelche teuren Autos ausgeliehen. Diese 10.000 Euro haben, glaube ich, 5 Tage gereicht. Was das Feiern angeht, gibt es auch ein paar Geschichten. Ich hatte immer den Traum, Moët-Flaschen zu kaufen im Club und damit rumzuspritzen. Das waren 4 oder 5 Moët-Flaschen und 1 oder 2 habe ich davon genommen, irgendwie, um damit rumzuspritzen. Mir war es wichtig, mit meinen Jungs Spaß zu haben und auch aufzufallen. Durch die Spielsucht ist es schon so geworden, dass ich halt gedacht habe, ich kann damit was erreichen. Ich brauche keine Ausbildung, ich bin sowieso besser wie alle anderen. Ich
ich habe sehr, sehr oft Menschen versetzt. Meine damalige Freundin habe ich sehr oft versetzt. In meinem Leben hat sich kürzlich verändert, dass ich Vater geworden bin und da auch sehr, sehr stolz drauf bin. Also solche Gefühle habe ich noch nie kennengelernt. Ein Engel. Für mich war das anfangs auch sehr schwierig mitzuerleben, dass er spielsüchtig ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich wusste von vornherein über alles Bescheid. Ich dachte, ja, Spielsucht, ja, was ist das? Das sind ja, gehst halt ein bisschen zocken und dann, ne? Wie kann man so doof sein und alles verspielen? Das denkt jeder Mensch, der noch nie was damit zu tun gehabt hat. Und es ist halt einfach zu einfach gedacht in meinen Augen. Man muss da halt hinter die Fassaden schauen. Und wenn man den Menschen dann kennenlernt, ist das nochmal was anderes. Es ist ja auch so, dass man irgendwie eine Co-Abhängigkeit so entwickelt als Partner. Es belastet einen doch irgendwo, weil man dann so Existenzängste entwickelt. Es gab auch in der Zeit, wo wir zusammen waren, einen Rückfall. Das hat sich sehr schlimm für mich angefühlt. Also es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Falling, dreaming, du lügst, was Geld angeht. Du lügst, was Freunde angeht. Also dein Leben besteht nur aus einer Lüge. Ich mach dies und ich mach das, obwohl du nur am Zocken bist. Du hast halt einen Kampf im Kopf. Also ich habe bestimmt auch schon in der damaligen Zeit 3-4 Millionen Mal in meinem Kopf gesagt, so, jetzt ist Schluss. Diesen Konflikt hast du auch aber tatsächlich jeden Tag, soll ich nicht. Mir geht's zwar nicht so gut, aber im Endeffekt gehst du immer zum Spielen. Ja, es war dann auch so, dass ich mich gefragt habe, warum ist das jetzt passiert oder... Liegt's an mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich ihn vielleicht dazu gebracht? Ich wollte ihn niemals wegen seiner Sucht verlassen. Ich wusste zwar erst, wie es wirklich ist, als wir ein Paar waren, aber also ich bin eine Kämpferin und ich hätte auch gekämpft bis zum Schluss. Ja. Take a chance on all the things you can't see. Make a wish on all that lives within. Man muss ja auch verstehen, man geht ja auch in die Spielhalle, wenn man Probleme hat und diese Probleme beiseite schieben möchte. Im ersten Moment, wenn ich aus der Spielhalle gekommen bin und verloren habe, war das so, dass die Probleme, die ich davor gehabt habe, noch größer geworden sind. Dadurch, dass ich psychisch so labil war und immer so Auf und Abs gehabt habe, bin ich halt mal zur Arbeit gegangen, dann habe ich mich krank geschrieben, dann habe ich auch gekündigt. Als ich dann gemerkt habe, dass ich Geld brauche und ich arbeite nicht, habe ich auch Straftaten begangen, darunter auch Betrug und Unterschlagung. Let's go! Ich habe mir zum Beispiel Handys bestellt auf Rechnung, habe die dann weiterverkauft, habe ich ja Bargeld gehabt und habe die Rechnung nicht bezahlt. Und da habe ich dann gemerkt, Aykim, du hast ein riesengroßes Problem. Ich definiere den größten Verlust als Folge meiner Spielsucht, dass ich mir heute sogar noch sehr, sehr schwer tue, soziale Kontakte aufzubauen. Dadurch, dass ich damals falsche Freunde gehabt habe, es mir schwer fällt, zu vertrauen. Dadurch, dass man sich auch Geld bei Menschen leiht, die vielleicht nicht ganz so cool sind, ist es heute bei mir immer noch so, dass wenn ich niemanden erwarte und meine Haustür klingelt, bin ich erstmal so, okay, wer ist da jetzt und was will der von mir? Das werde ich, denke ich, noch jahrelang mit mir tragen. Ich war dann nochmal vor Gericht, das war Urkundenfälschung. Die Reaktion vom Staatsanwalt, als er da zu mir gesagt hat, ja, so eine Spielsucht, was bedeutet denn eine Spielsucht? Also ich kann mir darunter nichts vorstellen und für mich sieht das hier so aus, als ob sie irgendwie was darstellen möchten, was nicht so ist. Seitdem weiß ich halt, dass das Thema Spielsucht in der Gesellschaft einfach überhaupt noch nicht angekommen ist. Bei einer Spielsucht verspielst du halt dein Geld. Wenn ich mich jetzt neben einen Drogensüchtigen gestellt hätte, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, der hat irgendwie ein Drogen- oder Alkoholproblem. Und ich stehe halt und für die anderen wäre ich halt normal gewesen.
Der zweite Schuldspruch war für mich, entweder du machst jetzt so weiter oder du landest im Gefängnis. Ich glaube, ich mit meiner schüchternen Art, ich wäre im Gefängnis untergegangen und hätte wahrscheinlich danach noch größere psychische Probleme. Und da war es dann für mich, okay, Aykem, du musst auf Therapie. Die Spielsuchttherapie muss man sich so vorstellen. Nach dem ersten Mal war es für mich erstmal so, ich bin da rausgekommen und habe mich irgendwie schlechter gefühlt als davor. Also das war für mich irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, ne, das will ich nicht, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Aber man gewöhnt sich dran. Ich habe mich dann auch irgendwann mal sehr wohl gefühlt. Als ich für mich entschieden habe, ich gehe zur Therapie, war für mich innerlich einfach, das war so, das war einfach befreiend. Ich habe in der Therapie Techniken gelernt, zum Beispiel gibt es wie so einen Notfallkoffer, wenn irgendwie, wenn es wirklich richtig dringend wird, dass man eine Person, die einem sehr nahe steht, anruft und ihm seine Gedanken mitteilt. So eine Situation hatte ich tatsächlich auch schon mal. Da war es aber so, dass die stärkere Mannschaft in Rückstand geraten ist und mein Gefühl mir gesagt hat, dass die schwächere Mannschaft das Spiel noch dreht. Im Tippen ist das so eins der größten Quoten, die man treffen kann. Und da hat es schon extrem in mir gereizt. Damals war ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen und habe sie dann kontaktiert. Sie hat mir in dem geholfen, indem sie halt gesagt hat, wenn du es gar nicht mehr aushältst, komm nach Hause, und mich einfach auf andere Gedanken gebracht hat. Die Zeit nach der Therapie, das war tatsächlich eine noch schwierigere Zeit als vor der Therapie. Das Problem ist, du hast kein Ventil mehr. Spielen war ja für mich das Ventil, wenn ich irgendwie Stress gehabt habe, Probleme gehabt habe. Ich war in einem neuen Umfeld. Ich habe meine Ex-Freundin gehabt, die mir extrem viel geholfen hat. Heute soll es darum gehen, an wen kann ich mich wenden, wenn ich meine, ich habe ein Spielproblem. Wie kann man freiwillig in eine Spielhalle gehen und 1000 Euro verzocken? In meinem Kanal möchte ich zeigen, dass es einer schaffen kann, egal an welchem Punkt man steht. Ich habe eine Ausbildung nach der Therapie zum Lkw-Fahrer gemacht. Jetzt bin ich 29. Wenn ich mit 35 irgendwann mal dastehe und immer noch so von mir reden kann, wie es jetzt heute ist mit meinem Sohn, dass er gesund aufwächst, alles passt, ich arbeite, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich hoffe, meine Geschichte hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal und schaut doch mal bei Pocket Money vorbei. Hallo, ich bin Hazel von Pocket Money und auf meinem Kanal habe ich auch mit Aykem über das Thema Glücksspiel gesprochen. Außerdem geht es in unserem Video auch um Knossis Casino, deswegen schaut gern vorbei.